Seit heute gibt es den letzten Cut von dem Exo-Bogen Wunschwache und ich sag mal so, damit spielt sich der Bogen richtig geil, denn wir können kleine Threadlings herstellen und mit diesen Threadlings können wir weitere Stacks auf unserem Bogen aufbauen. Wenn die nämlich dann losgelassen werden durch den Bogen und killen andere Gegner, bekommen wir einen weiteren Stack und haben die Falle vor allen Dingen im Adclear eigentlich die ganze Zeit auf dem Boden. Also das funktioniert wirklich richtig gut. Ich habe hier auch ein kleines Bild zusammengebastelt. Das ist jetzt kein super High-End-Damage-Bild, aber zum Adclear oder einfach um irgendwie durchzurushen, ist es vor allen Dingen auch für die Season richtig interessant. Gehen wir zuerst beim Fokus rein. Ich habe einmal das waghalsige Ausweichen dabei und dann habe ich noch die Fesselgranate drin. Wir können aber auch die Fädlingsgranate nehmen. Das ist ganz euch überlassen, aber da ja der Bogen einen erhöhten Schaden und vor allen Dingen eine erhöhte Nachladerate hat an Gegnern, die gefesselt worden sind oder allgemein, wenn Gegner gerade gefesselt worden sind, habe ich auf jeden Fall die Fesselgranate dabei. Aspekte, Witwenseide, wir haben zwei Granaten dabei und dann noch Wirbelnder Malstrom, das ist dieser kleine Beyblade. Der ist einfach geil für ein Adclear und ist auch fast die ganze Zeit durchgehend da, macht durchgehend Schaden, also, und das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Fragmente habe ich fadende Generierung dabei, Schaden, wir machen Schaden, wir kriegen Granatenenergie, dann habe ich fadende Evolution dabei, dass Fädlinge eine größere Distanz zurücklegen können und vor allen Dingen auch erhöhten Schaden machen. Dann Faden des Fortbestands, unsere ganzen Effekte halten einfach länger und dann noch Faden der Weisheit, dass wenn wir ein gebundenes Ziel töten, kriegen wir Sphären der Macht. Wir können aber auch nicht so offensiv sein und zum Beispiel dann zu den gebundenen Gegnern hinrennen und die Sphären aufnehmen, sondern wir können auch zum Beispiel Faden der Abwehr nehmen. Wenn wir eine Sphäre aufnehmen, dass wir dann halt noch geflochtene Panzerung haben. Das kann man aber machen, wie ihr wollt. Meine Statistiken sind außerdem Belastbarkeit 100 und Disziplin 100 und dann habe ich noch so gut wie es geht, bin ich auf Erholung gegangen. Wenn wir bei den Mods gucken und der Ausrüstung, erstmal habe ich hier den Feindfinder als Exohelm. Hier ist es ja so, wenn wir mit unseren Fähigkeiten Schaden an einem Gegner machen, leuchtet er so ein bisschen rot und wir können 25% mehr Schaden an diesen Gegner machen. Mit natürlich Strangwaffen. Deswegen ist sehr zu empfehlen, dass wenn ihr noch eine Heavy-Waffe habt, die Strangschaden macht, MG, Granatenwerfer, Raketenwerfer, ist das natürlich dann mehr zu empfehlen auf jeden Fall. Solltet ihr es nicht haben, solltet ihr dann eine schwere Waffe auf jeden Fall mitnehmen, die zu der Aktivität passt, wo gerade der Schaden erhöht ist. Als Mod habe ich noch Dynamo dabei. Wenn ich dodge, kriege ich einfach ein bisschen mehr Superenergie. Dann harmonischer Siphon. Zwei Gegner hintereinander killen, bekommen wir Sphäre der Macht und noch schwere Munitionsfinder. Die Arme habe ich Einschlaginduktion, Granatenkickstarter, dann kriegen wir die Granate auf jeden Fall auch nochmal schneller und Detonationsschub. Auf der Brust habe ich einfach je nachdem eine Widerstandsmod drin, was halt gerade erhöhten Schaden macht in der Aktivität. Und auf den Beinen habe ich Elementarladung, denn das sorgt auch dafür entweder, dass wir halt Feuersprites oder ionische Spuren aufnehmen, dass wir halt auch nochmal eine Chance haben, eine Rüstungsladung zu bekommen. Oder halt, wenn wir Gewirre zerstören. Und wir zerstören viele Gewirre. Wir wollen ja das Playbait haben. Und deswegen habe ich das auf jeden Fall dabei. Das gibt mir sehr oft sogar eine Rüstungsladung dazu, dass wir halt Granaten-Kickstarter öfters voll haben, sage ich mal. Dann habe ich noch Innovation dabei und Rekuperation. Und auf den Umhang habe ich mächtige Anziehung, dann noch Schnitter und Bomber. Die Wunschwache habe ich jetzt so geschmiedet, dass ich die niedrigste Anspannzeit habe und ich bin auf sehr hohe Handhabung gegangen. Ja, man könnte auch auf Präzision oder Stabilität gehen, aber da wir sowieso jetzt nicht Gegner von weiter weg schießen, sondern eher mittlere Distanz, fand ich Handhabung halt besser. Und wir haben natürlich Schlüpfling. Wenn wir Präzisionskills machen oder halt zwei Gegner hintereinander killen, machen wir einen Threadling. Dieser macht auch erhöhten Schaden durch das Fragment, was wir drin haben. Und vor allen Dingen, wenn dieser Threadling Gegner killt, was öfters passiert, vor allen Dingen bei den kleineren, bekommen wir direkt einen weiteren Stack auf unserem Bogen drauf. Und wenn wir das halt in der Masse machen, haben wir halt die ganze Zeit die Fallen auf dem Boden liegen, was richtig lustig ist. Also wie gesagt, zum Adclear oder halt um Sachen durchzurushen, ist das richtig interessant. Artefakt ist diesmal ziemlich wichtig sogar. Und zwar habe ich nämlich hier einmal zurückgetrieben drin, einfach damit Besessene und Hohen mehr Schaden bekommen. Und was wichtig ist, zerreißende Sphären. Wenn wir Sphären der Macht aufnehmen, bekommen wir zerreißende Geschosse auf unsere Gegner. Dann bekommen die ganze Zeit diese Partikel, die so um einen herum fliegen, die auch nochmal Damage machen. Solange die Damage bekommen, fliegen auch diese Partikel rum und die kriegen mehr Damage. Und dann habe ich auch noch Hornsuttel drin. Wenn wir nämlich Gegner, die mit diesen zersetzenden und zerreißenden Geschossen gedebufft sind, gibt es eine Chance, dass wir da auch nochmal Threadlings herstellen. Das heißt, die Gegner werden wirklich die ganze Zeit aufgehangen, es spawnen die ganze Zeit Threadlings und es ist ein echt geiler Gameplay-Loop. Und dann habe ich noch Solo-Agent drin, dass wenn ich alleine bin, dass ich auf jeden Fall mehr Schaden mache.
Um die Katze zu bekommen, müsst ihr verschiedene Aufgaben auch noch erledigen. Ihr müsst zum Beispiel auch in die träumende Stadt gehen und Sterne sozusagen vom Himmel schießen. Und ihr müsst auf jeden Fall die Exo-Mission auf Legendär abschließen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr findet, dass es sich jetzt lohnt, da sich einmal durchzuquälen und die ganzen Katzen zu holen. Man kann außerdem die Katzen in einem Rush durchholen. Das habe ich vorhin auch gemacht. Ich bin einmal rein und habe dann 4 Katzen auf einmal bekommen. Let's go. Oh mein Gott. Der Bildschirm explodiert. Gut. 4 Katzen bekommen. Alexa, komm mit. Also das ist jetzt meine Meinung halt zu dem Bogen. Ich finde den letzten Cut auf jeden Fall ziemlich cool, vor allen Dingen, dass das so harmonisiert mit unseren Stacks, die wir auf dem Bogen haben. Und wie gesagt, das Bild, was ich gerade spiele, es kann auch noch, man kann auch komplett nur auf Threadlinks gehen oder auch zum Beispiel die arme treue Schuhe reinnehmen. Also es gibt viele verschiedene Sachen, aber ich fand das jetzt einfach am sinnigsten. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ob ihr findet, dass es sich lohnt, das jetzt noch zu machen, die ganzen Cuts zu holen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.